Hallo und willkommen zurück bei Minecraft, wo sich ein bisschen was geändert hat, gerade hier, ne? Wie man sehen kann, muss ich ohne Shader spielen, weil es damit leider irgendwelche Probleme gibt. Deswegen technische Schwierigkeiten. Ja. Der Händler hat bei uns ins Fenster reingegafft. Deswegen wird die meiste Zeit aus auch nichts aus meiner Sicht kommen, außer es passiert halt irgendwas Spektakuläres, was sich lohnt zu sehen, aber es sieht hässlich aus, deswegen... Ja, dann guck mal halt, dass bei mir immer irgendwas ist. Und dann geht es schon. Dem Händler. Ah, so. Farmen. Farmen könnte man wirklich kaufen. Wir kaufen ein bisschen Farmen. Wenn es schon mal gibt. Ja. Da könnte man, wir haben hier doch, wie viele Smaragde haben wir denn? Wir haben 31. Also 31 Farmen. Ein Farm. Gut, sagen wir ein Farm, okay. Das ist aber der heilige Farm, ja? Den kannst du in den Blumentopf tun. Kann man den in den Blumentopf tun? Ja, genau. Ja, ja. Oh. So, mein Lieber. Wo ist er? Ah, hier. Ich hätte gern das da. Der sagt ja was, wenn man was kauft. Ja. Cool, okay, jetzt habe ich einen Farm. Haben wir noch einen Blumentopf? Weißt du, da beim Ofen habe ich gerade Ziegel gesehen. Ah. In dem Ofen unten rechts. Okay. So ein Zufall. Ja, die hast du wohl rein, weil ich hab's nicht gehabt. Ja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber das hat nichts zu heißen. So, ich meine Inventar ist wieder komplett voll. Zwei Minecarts von letztem Mal. Ich schmeiß mal, also das reicht. Okay. Wo kommt der Farn hin? Heißt das eigentlich der Farn? Warte mal, jetzt habe ich die Ziegel rausgeschmissen. Ah. Wo habe ich denn die jetzt hin? Oder habe ich die? Habe ich die? Ich habe die doch aus dem Ofen. Ja. Bin ich jetzt blöd? Hast du nicht gleich umgecraftet? Nee. Habe ich die übersehen? Wo habe ich die denn hingetan gerade? Das gibt's doch nicht. Ich sehe die nur nicht wahrscheinlich. Die liegen hier. Ne, hier liegt verrottetes Fleisch. Nee, das habe ich da hingeschmissen, ja. Mein Inventar war voll. Das gibt's doch nicht. Ich habe die da nicht. Ich sag's dir, ich übersehe die ganze Zeit, weil jetzt gucke ich so hektisch rum und dann finde ich es erst recht nicht. Ich weiß halt auch nicht mal, welche Truhen ich alle aufgemacht habe. Ach, hier sind sie doch. So, jetzt. Ich nehme mal Baumaterial mit für den Bahnhof dann. Ja. Nämlich alles, was wir aus Steinziegeln haben. Nehmen wir noch ein bisschen Cleanstone mit. Ein bisschen Holz. Wo soll der denn hin? Hier drauf vielleicht? Ja. Was ist denn das überhaupt hier? Ach, Ausrüstung aufwerten. Ja, das können wir machen. So. Haben wir noch Holz? Wunderbar. Holz, wie viel? Ein bisschen was habe ich. Ich habe 52 Stämme. Ah ja, Stämme, die brauchen wir. Ja. Ja, dann können wir von mir aus mal zum Endportal rübergehen und da den Bahnhof anfangen. Ja. Rübergehen? Ja, ich muss gehen. Ja, ich nicht. Wir könnten auf dem Weg schon Powerdrails hinsetzen, aber eigentlich habe ich das... Das habe ich auch schon überlegt. Ja, vor allem eigentlich braucht man erstmal diese Stütze noch. Ja. Damit man, weil das wollten wir ja immer bei der Stütze eine Powerdrail machen. Ja. Also müssen wir ja auch, um die zu powern. Warum fährst du nicht mit dem Ofen Minecart rüber? Aber mit dem normalen Minecart rüber. Ach, da bist du ja, schieb mich mal an. Ich glaube, das ist nicht so effizient. Ah, jetzt? Nee. Aber wenn es bergab geht, dann ist es effizient. Nee, eigentlich nicht. Oh ja. Doch, aber bergauf nimmer. Ja. Aber alles also der effizient, naja. Alles in allem wäre ich zu Fuß schneller. Weil die paar Meter, die ich hier gut mache, die habe ich da oben schon verloren. Ja. Aber jetzt habe ich Speed drauf bis zum Berg. Oh ja, dann jetzt bist du ziemlich schnell. Deswegen steige ich vorher aus. Aha.
So. Jetzt wir machen einen kleinen Fußmarsch. Eine Wanderung. Eine Wanderung, ja. Das ist auch mal schön. Aber ich gehe heute jetzt mal nicht über die Schienen lang, weil das ist ja eigentlich länger. Nö, ja, das ist geradeaus ja. Durch. Wie letztes Mal bin ich immer über die Schienen lang gegangen, weil ich mich da nicht auf Monster oder so konzentrieren musste, aber jetzt ist ja eh. Ah, dran. Ja. Oh. Toll. Tja, pünktlich zur Folge 200 funktioniert es erstmal nicht. Stimmt, Folge 200, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Mhm. Ja. Ich schon. Oh nein. Was denn? Oh nein. Bist eingesunken. Oh Gott, ich glaube, ich wollte dich gerade auslachen. Toll. Und jetzt ist meine Schaufel kaputt gegangen bei einem Block, den ich abgebaut habe. Sag mal, wo bist du? Oh Gott, hier ist ja noch eine. Ja, deswegen geht man über die Schienen lang. Ich habe ja eigentlich schon. Wo bist du denn? Du bist ja irgendwo ganz da unten eingesunken. Ja. Ach ja. Hier ist kein mehr. Da kann ich hoch. Aber das kann man jetzt ja eigentlich nicht so zu so lassen. Ich baue das mal schön zu. Okay. Die Idee war ursprünglich auch, also eine Idee war, dass wir pünktlich zur Folge 200 auf die 1.19 updaten. Aber es gibt noch kein Optifine dafür. Ja. Und deswegen haben wir es gelassen, weil ohne Shader, das muss nicht sein, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Doch, bei mir muss es wohl gerade sein. Ja, gut, ja. Also wenn bei uns beiden der... Oh nein. Ich fliege da jetzt rüber, mir reicht's. Ja, mach das, das ist besser. Ich kann mir ja schon mal die Gegend angucken. Mhm. Ich habe noch gar nicht überlegt, wie man den bauen soll. Den Bahnhof. Ach so, ja, hier ist das. Ich hasse dieses Schneezeugs. Ja, jetzt weiß ich, wie es mir ging. Das ist schon noch ein Grund, warum die neuen Versionen kacke sind. Früher war alles besser. Früher war alles besser. Ja, gut. Gut, die Schienen, die führen ja hier noch nicht hin. Da muss man also erstmal noch das. Deswegen brauchen wir die Stämme, vermute ich mal. Na, wir müssen erst den Bahnhof bauen und dann die Schienen dementsprechend angepasst machen. Ja, hast du Baumaterialien dabei? Ja. Was denn? Ganz viel Steinziegelzeug. Ah, okay. Alles, was wir aus Steinziegeln haben, mein ganzes Inventar ist voll fast. Wie haben wir den Bahnhof drüben gebaut? Der hat ein Koppeldach, oder? Ich glaube schon. Ja, Koppel haben wir nicht dabei. Egal. Da kümmern wir uns nachher drum. Ja. Wo bleibst du? Ich habe mich gerade aus dem Schnee befreit. Oh. Und jetzt musste ich noch, so gut es geht, das Schneeding zu bauen, aber jetzt ist halt da bis immer noch ein Loch im Boden. Oh. Ah. Aber das ist egal. Ja, gut. Das hat die Welt nicht anders verdient. Ja, nächstes Mal laufe ich auch wieder über die Schienen, das geht viel schneller. Ah ja, da kommst du ja. Ja. Beobachte dich. Toll, jetzt wird's dunkel. Ich habe da drüben, glaube ich, ein Bett stehen. Aber ich glaube, ich habe sogar eins dabei. Wenn da drüben eins steht, dann hast du auch eins. Wenn nicht, dann hast du Pech. Ah. Aber du kannst ja schnell. Da drüben steht gar nichts mehr. Das habe ich letztes Mal abgebaut. Oh. Dann hast du wohl kein Bett. Da muss ich wohl rüberfliegen wieder. Ja. Ich gehe nicht nochmal rüber. Ja, ach, warum nicht? Hey, ich habe doch ein Bett dabei. Wahrscheinlich das, was ich letztes Mal da abgebaut habe. Wahrscheinlich. So. Einwandfrei. Hast du eigentlich schon mal den Gang hier angeguckt?
Ja, beim Schnitt. Ah. Oh Gott, Treppen runterfliegen ist immer eine schlechte Idee. Dann knallst du unten immer richtig gegen die Wand. Oh, ja, das ist nicht mal. Also meistens sogar bleibst du einfach mittendrin stecken irgendwo und dann kriegst du so viel Fallschaden, dass du stirbst. Unten sind auch nochmal Betten, aber die würde ich ja lassen. Oh ja, ja, stimmt, aber da hätten wir auch schlafen können. Das hier kann ich eigentlich mal austauschen. Denn ich habe jetzt ganz viel. So. Ach so. Ah ja. Gut. Oh je, ich bin ja gleich tot. Warum das? Weiß nicht. Vom Schnee vielleicht. Ah. Ich habe mir nämlich schon überlegt, ob man vielleicht hier die Treppe einfach geradeaus weiter runter machen soll, weil dann hat man ja dieses Problem hier mit den Ecken. Mit dem Eck, weil dann das Licht ist dann so kacke, aber ich weiß halt nicht, wo man da raus. Dann müssen wir halt, aber dann. Ja, dann können wir halt immer hier reingehen und dann müssen wir eine neue Treppe ans Endportal bauen. Ja, aber das ist nicht. Das müssen wir nicht jetzt machen. Jetzt würde ich den Nö, ja. Ich will mal jetzt die Strecke fertig kriegen, dann kann man auch besser hin und her fahren, wenn man hier nochmal was umbaut. Was ist jetzt los? Okay, jetzt. Die Frage ist, ob man quasi hier so einen Weg macht, der dann zum Bahnhof führt oder ob da schon mal direkt ins Gebäude reinkommt. Ne, ich würde einen Weg machen. Ich auch, weil dann kann man. Ich würde hier auch keinen riesigen Bahnhof bauen. Nur so groß wie den anderen ungefähr. Ja, ich weiß gar nicht. Theoretisch könnte man auch so ein. Die Schienen würden hier auf der Linie rankommen. Das ist ein bisschen zu nah, finde ich. Ja. Wobei. Wie voll ist denn dein Inventar? Ja, ein bisschen was habe ich frei. Kann dir das Baumaterial geben? Ja. Okay, okay, ja gut, so viel habe ich jetzt auch wieder nicht frei. Ja, ich dachte, hier stehen noch die ganzen Kisten, deswegen habe ich keine Kisten genommen. Du hast mich angewiesen, die mitzunehmen letztes Mal. Aber ich habe sie dabei, ich habe 22 Truhen. Oh, ich habe gerade eine gemacht. Egal. Ja. So. Da liegt noch was, das kann ich nochmal aufnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, man könnte aber die Schienen. Ich würde die Schienen. Oh, da oben ist noch ein Trader, guck mal. Oh ja, da gehe ich mal hin. Oh nein, aber der hat mir Eisen gegeben. Aber ich habe keinen Platz im Inventar. Wehe, ich sink in den Schnee ein, dann muss der Trader sterben. Nee. Aus Frust. Vielleicht hat er was Cooles. Ein Tropenfischeimer oder eine blaue Orchidee. Ja, die blaue Orchidee. Oh, und kleines Tropfblatt. Das haben wir schon. Tatsächlich haben wir keine mehr. Wir haben nur noch große. Aber man kriegt bestimmt kleine auch da wieder raus. Aber 5 Smaragde für einen Tropenfischeimer. Da ist die Frage, was kommt dann da für einen Tropenfisch raus? Weil wenn das random ist, wäre es ja voll cool. Dann kannst du einfach richtig viele kaufen. Und dann hast du alle Fischarten. Und keine Smaragde mehr. Ja. Ich baue mal hier das Holzding von den Schienen wieder ab, weil ich würde das nicht verschieben. Das wollte ich gerade nämlich gucken, weil ich glaube, das geht. Sogar. Also von mir aus können wir das lassen. Ist halt dann ziemlich nah am Eingang. Ja, aber. Oder, nee, also eigentlich können wir es auch so lassen, dann halt noch vorher eine Biegung machen. Ja, ich dachte jetzt, wir machen einfach das vorher wieder so. Guck mal, wenn wir, das kommt ja, wo kommt das raus? Hier? Nee. Doch, hier. Ungefähr. Warum liegt hier Eisen? Das war von dem Zombie. Ah, das guck mal, wenn wir jetzt aber einfach. Auch. Ja, wenn wir sagen, guck mal, hier gehen die Schienen lang, so. Ja. Und dann machen wir einfach hier eine Wand. Oder so. Und die Schienen hören aber dann hier auf. Also, die Schienen gehen nur bis hier oder so. Da hören sie dann auf und dann kommt hier das Tor rein. So. Da geht's rein und hier fangen dann die Schienen an. Dann ist es ja egal, wenn das so nah ist. Ja, können wir eigentlich machen. Ja, aber dann müssen wir halt da oben alles wieder abbauen. Ich hab mir auch überlegt, wir können es so machen, dass die Schienen quasi von hier ankommen. Und dann hier so eine Biegung machen und hier dann, dass die Schienen im Bahnhof dann in die Richtung liegen. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Eigentlich können wir es auch Können wir auch hier nur so ein kleines Ding bauen. Weil der Hauptbahnhof, der ist ja bei uns zu Hause. Ja. Das hier ist die kleine Station. Die Endstation.
wortwörtlich. Oh ja, stimmt, die können wir Endstation nennen. Mhm. Okay. Dann. Wie machen wir das? Naja, nicht so. In die Bode rein. Oder ach so, durch die Wand. Durch die Wand, ja. Ja, warte, hier kommen die Schienen dann herein. Genau, da kommt dann Holz hin. Holz. Das habe ich nicht. Gib mir mal das mal alles. Alles, ja, okay. Danke. Muss halt ein bisschen sparen, gerade mit deiner Rindeblöcke. Ja. Ja, ich guck mal, wie wir das hier am besten machen. Ich würde echt halt so ein, ich würde echt ein etwas kleineres Gebäude bauen. Ja. Muss ja auch nicht groß sein, solange es gut aussieht. Ja, gut, ob es gut aussieht, ist die andere Frage dann. Da kann ich auch für nichts garantieren. Wobei ich auch sagen muss, der andere Bahnhof ist jetzt auch kein Prachtstück, aber... Ja, aber er sieht auch gut aus. Also er sieht nicht schlecht aus. Ja. Jetzt hol ich, wir sind ja jetzt nicht die Bauprofis, von daher... Ja gut, der andere hatte halt Holz in der Ecke und jetzt habe ich kein Holz mehr. Dann lass einfach die Ecken frei. Genau, und dann vorerst. Lassen wir es am Ende einfach so. Vorerst, ach so, okay. Vorerst. So wie wir vorerst auch unseren Lavasee nicht ordentlich gemacht haben. Und vorerst unser Lager nicht einsortiert haben. Ja. Genau. Also gut, dann haben wir halt auch vorerst keine Ecken drin. Hoffentlich ist das ein bisschen schneller als das alles andere. Ja, ich bin gerade auch ein bisschen am Zweifeln, aber... Ich habe noch 57 Eichenstämme, das weiß man doch, das reicht. Wie 57? Hattest du auch noch welche, oder? Ich habe die Treppen abgebaut, die hier an der Strecke entlang standen. Ah, okay. Ja, gut. Ja. Das heißt? Das ist jetzt doch, also, wieder aus wie ein Gefängnis, aber... Das ist schon ziemlich klein, auch ziemlich klein. Ja, aber ich würde es auch nicht größer machen. Da könnten wir jetzt noch ein Dach drauf machen und dann... Der Eingang ist ein bisschen groß, der muss nicht genauso groß sein wie das da. Das können wir eigentlich auch... Oder wir machen einfach das ganze Gebäude noch größer. Ich weiß halt nicht, wir brauchen ja kein großes Gebäude hier. Ja, das stimmt, aber vielleicht sieht es dann nicht aus wie ein Gefängnis. Ich glaube, wenn da ein Dach mal drauf wäre, dann würde es auch nicht mehr ganz aussehen wie ein Gefängnis. Und auch mal die Holzstämme in der Seite drin, die vorerst mal noch weggelassen wurden. Es sieht nur vorerst aus wie ein Gefängnis. Die Holzstämme, die mache ich jetzt mal rein. Ja. Ja. Jetzt sieht es schon wesentlich weniger nach Gefängnis aus. Mhm. Wenn jetzt noch ein Dach da drauf kommt, dann geht es. Ah ja, tatsächlich. Ja, dann brauchen wir jetzt halt... Ich habe eine Cobblestone-Treppe. Das ist schlecht, ich habe gar keinen Cobblestone dabei. Ja, ich auch nicht. Hier, guck mal, das Dach ist einfach nur vorerst fertig. Ach so. Ich glaube, ich gehe mal was holen, weil... Also abbauen will ich jetzt nix. Vor allem, weil wir doppeltruhenweise Cobblestone im Lager haben. Mhm. Deswegen bin ich einfach mal kurz weg. Bring auch Holz mit. Oh, wir haben keins mehr. Wir haben keins, ja. Ich bin gerade voll verschwenderisch mit den Raketen um. So. Mann, Mann. Ja, ja. Irgendwie habe ich mir das ja anders vorgestellt. Wobei, ich habe eine Idee. Da kommt ein Bahnübergang hin. Oh, es schneit. Oh ja, es regnet auch hier. Na toll, jetzt wird alles mit Schnee bedeckt hier. Ach, Stein wollte ich holen. Ja, gut, das wird früher oder später sowieso passieren. Na gut, im Haus vielleicht eher nicht. Toll, ey, jetzt habe ich nicht mein Inventar voll. Ich nehme einfach eine Schallkartruhe mit. So. Bruchstein. Ja.
Das muss reichen. Und unsere Steinsäge, die steht hier gar nicht mehr. Die habe ich mal abgebaut und habe die irgendwo anders. Ich habe die mal mitgenommen, aber ich weiß nicht, wo ich die hingestellt habe, ehrlich gesagt. Toll. Wo ist die denn? Oh, jetzt glänzt die aber alles schön. Crafting Tables also, machst du alle immer neu und dann die Steinsäge nicht. Ja, die Steinsäge ist mir so blöd, weil da brauchen wir irgendwie. Da brauchen wir diesen glatten Stein, glaube ich, also Cleanstone im Ofen und da habe ich nie Bock drauf. Ah, hier steht sie, im anderen Bahnhof. Ja, ich komme rüber. Okay. Bei Nacht und Regen. Oh, wow, jetzt sieht man gar nichts mehr. An der Stelle RIP an alle auf YouTube, die jetzt gar nichts mehr sehen. Noch ein bisschen sieht man was. Bin ich richtig? Ah ja. So, jetzt bin ich da.